Okay, schauen wir uns Hütchen an. Wir fangen hier mit dem gelben Hütchen an, mit dem Loch. Warum hat dieses Hütchen Löcher? Dieses Hütchen hat Löcher, damit man da Stangen durchstecken kann, um einen Ball unten durchzuspielen, oben drüber zu spielen, über die Stange zu springen, je nachdem, was auf dem Trainingsplan steht. Sehr schön an diesen Hütchen ist, dass man verschiedene Schwierigkeitsgrade einbauen kann, etwas höher oder etwas tiefer das Ganze machen kann, je nach Größe der Spieler oder nach der Leistungsfähigkeit der Spieler. Was man auch machen kann, ist, man kann zum Beispiel auch einen Fuß simulieren, der Fuß eines Verteidigers, der den Ball hier abfangen möchte. Ja, dazu zwinge ich dann meine Spieler bzw. meinen Stürmer mehr um den Verteidiger herumzugehen und nicht so eng am Hütchen vorbeizukommen, weil so eng am Mann kommt man ja auch nicht vorbei. Deshalb hier kann man auch so einen Fuß nach außen darstellen mit so einem Stecken, einer Stange. Ja? Weiterhin ist auch oben das offen, das heißt auch oben liegt das sehr gut, aber man kann auch einen Ball hier ohne Probleme drauflegen. So kann man den Seitdrehschuss üben in einer Sequenz, je nachdem wie man möchte. Oder man kann den Kindern zeigen, wenn man von unten den Ball trifft, fliegt er nach oben, wenn man von oben trifft, fliegt er nach unten. All diese Möglichkeiten habe ich mit diesen Hütchen. Natürlich kann ich auch mit 4 oder 5 ein Viereck bauen, ein Fünfeck, verschiedene Sprungübungen machen lassen, alles auf verschiedenen Höhen. Das ist mit diesen Markierungshütchen möglich.